Hallo, liebe Bewohner des Vereinigten Wirtschaftsgebietes, liebe Freunde in der DDR und auch nicht vergessen unsere Brüder und Schwestern in Ostdeutschland. Ja. Genau. Hallo. Ja, sind wir wieder ein paar Takte her und ich habe mich mit dem Alex mal wieder zusammengesetzt, weil wir nämlich etwas Neues vorhaben. Jo. Genau, das nennt sich Tualdi. Tualdi, genau. Genau. Hat nichts mit Aldi zu tun. Heißt nicht, geht zu Aldi. Genau. Geht zu Aldi, heißt auch nicht, aber jeder findet es witzig. Genau. Ja, soll ich was erzählen oder willst du erzählen? Ja, es kam irgendwann so viele Anrufe, auch damals im Büro, dass irgendwann habe ich gemerkt, dass man den Leuten eine Grundlage bietet, wo man sich organisieren kann, wo man Veranstaltungen organisieren kann in unserem Bereich, Projekte organisieren in unserem Bereich, wo man sagt, ich suche einen Kontakt oder ich suche jemanden, der das und das kann. Und das ist immer so ein Stück und Flickwerk gewesen, weil das kam immer per E-Mail oder per Telefon und dann hat man nichts festgehalten und wie auch immer. Deswegen. Ja, kenne ich, weil ich habe dann auch manchmal eine E-Mail gekriegt von wegen, wo ist denn euer nächster Vortrag? Genau. Oder sag mal Bescheid, ich bin hier unten im Raum Ulm, Augsburg. Ja. Da unten, wenn da mal was ist, also ich würde auch bis Stuttgart oder München fahren, aber sag mal Bescheid. Jo. Gut, ja. Weiß auch, das hat man sich dann zwar irgendwo gemerkt, oder jemand anders sagt, wie heißt das immer so schön? Ja, genau, wo ist denn das nächste? Sag mal Bescheid. Genau. Oder andere gibt es dann, da heißt es dann, kommt doch mal bitte zu uns her genau. Und erzähl uns was. Und dann kennst du das ja, wenn es heißt, wo ist denn da ein Raum? Wo können wir da was machen? Organisier doch mal was. Ja. Und dann tut sich halt nichts. Genau. Und wenn wir das organisieren wollen, dass wir da auch Vorträge haben, also dass jeder seine Vorträge hat, auch andere Leute, andere Gruppen können ihre Projekte und ihre Veranstaltungen und so weiter bei uns posten und dass wir dann auch ein bisschen das Konzentrierte haben, damit die Leute sich mal auch mal gemeinsam finden. Das ist halt wichtig, dass zum Beispiel rufen mich immer die Leute aus München an, ja, ich bin ja hier ganz alleine. Das in München hört sich ein bisschen merkwürdig an. In Berlin kann ich das noch verstehen, das ist ja Ausland. Aber ja, und. Das nennt man Großstadtvereinsamung oder so. Großstadtvereinsamung, genau. Und und in dem Sinn sind wir gerade dabei, entwickeln dieses Portal. Und das ist natürlich dann ein Aufruf auch an alle zu sagen, ja prima, da haben wir was, wo wir die Sachen auch kommunizieren können, weil wir brauchen nichts mehr zu verstecken, weil niemand braucht jetzt zu sagen, ja das ist alles geheim, wir müssen das alles geheim halten, weil es gibt nichts Geheimes, weil es sowieso alles abgehört wird, dann ist es eh scheißegal. Ja und der Rest hängt im Feld. Genau, der Rest hängt im Feld, der ist uns noch nicht bekannt. Nee, also das ist immer so, wenn es ist, ich kriege ja auch mal einen Anruf, kannst du mal zum runden Tisch kommen? Oder sonst wie wohnen wir denn quer durch die Republik? Reisen muss, soll, will, kann, darf. Und wo ist denn, also es gibt sehr viele runde Tische, ich bei mir in der Gegend führe ich auch gerade einen ein. Und es ist ganz einfach so, dass die dort alle mal herzlich eingeladen sind, ihren Termin zu nennen. Was weiß ich, wir sind wöchentlich, 14-tägig, monatlich, treffen uns da und da. Ja. Und dass man das einfach mal hinsetzen kann. Also Ziel ist, dass man auf tualdi.org geht und erstmal guckt, wo ist denn überhaupt irgendwas geplant, angesagt. Ist da irgendwo ein Vortrag, ein runder Tisch, irgendeine Veranstaltung, irgendein Seminar, genau. Irgendwie... Friedensdemos finden ja auch gelegentlich statt. Genau, die müssen ja auch organisiert werden. Da habe ich heute Morgen ja auch einen Anruf gehabt, das war auch so irgendwie so, da müssen wir doch mal was tun. Von der Orga? Hast du einen Anruf gekriegt? Nee, vom Kollegen aus Leipzig. Achso, okay. Und ja, das andere ist, es geht auch um Projekte, weil es geht ja nicht nur darum, dass wir schön reden oder uns irgendwo hinstellen, sondern auch, dass wir ins Tun kommen, weil wir haben jetzt die Möglichkeit, seit ungefähr 2,5 Wochen, geht es auf, was können wir tun und nicht nur so nach dem Motto, was können wir uns wünschen oder was müsste jemand anders tun, damit es uns besser geht, sondern wir haben jetzt die Möglichkeit, selber an den Projekten zu arbeiten, die es gibt, auch wenn es jetzt Energiebereich ist oder es geht um Informationen im Gesundheitsbereich oder alles, was mit ökonomischen, technischer Entwicklung, weil es geht nämlich darum, auch mit diesem Portal, dass die alles ihre Lebensgrundlagen gewährleisten können und sollen und das selber organisieren, auch weil das muss einfach mal ein Ende haben, dass man jetzt hier die großen Dinger wuppt und dann jeder soll für einen warmen Händedruck was machen. Das geht so nett, das kann auch jeder verstehen, weil jeder da sagt, ich habe eine gute Idee, aber ich kriege irgendwie nichts zustande oder mir fehlt der Kontakt oder wie auch immer, das schwankt jetzt gerade so, geht ein bisschen über. Und da kommt in das Portal, sage ich jetzt auch mal, kommt dann das Portal auch so was wie
können Profile eingetragen werden, die sind nicht öffentlich, aber die Leute können danach Kategorie dann irgendwann aussuchen, sagen, ich suche jetzt jemanden, der das und das Wissen hat, den will ich nämlich, ich suche nämlich jemanden für mein Projekt, der eine bestimmte Eigenschaft hat. Weil das, was die neue Zeit ausmacht, ist das, was man selbst kann und nicht, was man irgendwie alles weiß und in der Geschichte drauf hat, das ist alles gut und schön. Das hilft aber nicht beim Tun, sondern das System, in dem wir uns bewegen, das alte System ist darauf ausgelegt, dass die Leute in der Beschäftigung gehalten werden sollen und nicht ins Sinnvolle tun. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also letztendlich eben halt auch so eine Art Waren, Dienstleistung und Schaffensbörse. Genau. So ungefähr. Ja, halt, genau. Ich habe auch erst über den Namen sind wir irgendwie über unsere Anfangsinitialen gekommen, also genau. Für Dinge, die das machen. Und als Eselsbrücke habe ich mir mal gemerkt, tu all die Dinge, die du immer schon mal getan haben wolltest. Genau, tu all die Dinge, genau. Genau. Ja, und darum geht es eigentlich. Also so im Norden des Reichs, wo ich herkomme, da sagt man doch gelegentlich nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Genau. Und darum geht es eigentlich. Genau, es geht ums Tun. Tun ist seit 14 Tagen, 3 Wochen ist es definitiv so, dass wir uns auf das Neue konzentrieren können und daran arbeiten. Und es geht doch wirklich darum, Werte zu schaffen. Werte, weil die Wertschöpfung ist das, was uns eigen ist und andere sich darüber ermächtigt haben und wir in einem System groß geworden sind, wo wir das auch immer weggeben und damit wir Anerkennung, Liebe und Belohnung bekommen. Und wir müssen halt den Weg zu uns finden, weil die Sache, die hier läuft, ist halt eine ganz andere. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Genau. Schnacken wir noch drüber. Ja, und wer jetzt Interesse hat, der kann sich schon bei uns melden. Es gibt die Webseite www.tualdi.org. Das www können wir doch noch irgendwie canceln, oder? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Das kann man. WWE, CCC, wie auch immer. Ich bin dann jetzt so, weil das Gute und das Böse ist ja eigentlich nur die zwei Seiten einer Medaille der Bewusstwerdung, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ja, Touché, du hast ja recht. Genau, deswegen kann man das WWW auch wieder drin lassen, weil das schwingt ja immer mit. Hast ja gesehen, NSE hat zwei verschiedene Seiten. Ne? Und ich denke mal, da können die Leute sich auch melden, können schon was reinposten. Wir sammeln jetzt natürlich auch Informationen. Ja. Veranstaltung macht jetzt dahingehend Sinn, dass wir die jetzt erstmal auf die normale Seite setzen würden. Da ist jetzt nur so eine Visitenkarte drin. Und das andere, das sind wir im Hintergrund am entwickeln. Also jeder, der Interesse hat, kann sich bei uns melden. info@tualdi.org oder kann auch anrufen 0661 933 5411 oder beim Dirk Müller in Gießen über friedenstreff.de. Ja, der arbeitet da nämlich auch mit, der entwickelt da mit uns. Wir sind halt 3 Mann, Dirk, Tobias, ich. Jo. Jo. Das wollen wir einfach mal vertellen, ne? Jo. Nicht lang schnacken, Kopf in Nacken, ne? Genau, alles klar. Hau rein, Heinz, Mutter. Jo. So. Okay. Jo. Okay, tschö. Bis dann. Tschüss.